Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wie kann ich helfen? Was ist das für eine Manufaktur? Erraten. Dann seht her. Die neueste Manufaktur in Tim. Ja. Wir jüngst erhielten wir den lukrativen Auftrag, Klo-Ritter kaufen auf eigene Kosten. Ihre Waffe. Unser Schungo. Ja. Tut mir 10.000. Wir wollen ja die Armbrust schützen. Kann ich was? Tut mir leid. Für wen sind die Geheimhaltung verlangt? Halt. Ihr seid ein Industriespion, was? Ich bin nur neugierig. Ich wäre ja nicht so. Aber eine Klausel verpflichtet uns zu stillschweigen. Okay. Ein Vertrag, aha. Still! Sonst hören uns die Spione des Hofes. Okay. Der königliche Hof befahl Geheimhaltung. Darf nicht einmal der Hof selbst von der Bestellung wissen? Still, ich flehe euch an! Mit manchen Agenten kann ich offen sprechen, mit anderen nicht. Ich verstehe. Es gibt also zwei Fraktionen bei Hofe. Eine bestellt Waffen, die andere weiß von nichts. Ich habe zu viel verraten. Erzählt das bloß nicht weiter. Nur eins noch. Still! Siegfried spricht nur freundlich von euch. Meine gelähmte Oma würde schneller arbeiten. Okay. War hier oben noch irgendwas? Okay. Sonst ist hier nicht viel. So, ich wollte den Waffenhändler. Ich will endlich hier. Kann man nicht irgendwie drauflegen? Nein, ich muss ja irgendwie zu einem Schmied oder so. Ein Stück aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht drei Meteorteile. Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Frage kann besondere Boni bewirken. Die Frage ist jetzt: Welcher Schmied stellt mir das her? Ich weiß, der in der Anfangsstadt konnte das. Aber wo ist denn hier der andere Schmied, bitte? Waffenhändler, Schwertschmied. Ich kann mir doch bestimmt hier Waffen herstellen, oder? Hallo? Hier ist niemand! Können wir vielleicht hier rein? Ach! Okay, im Gebäude. Toll. Habe ich ja nur fast komplett übersehen. Den, erleichtern wir auch mal um ein paar Wertgegenstände. Ja, Wert oder Wertgegenstände mehr oder weniger halt. Haben wir hier noch drin? Ja, okay, das können wir mitnehmen. Tränke bringen immer ein bisschen was. Das ist sehr gut. Oh. 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 Ich beschwere mich nicht. So, wo ist der Schmied? Ich will hier Waffen und so. Ist er das? Schmied! Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Würdet ihr einen Blick... Ehe ich das Schwert Ich komme. Okay. Wie...
Ich möchte... Bringt mir Metall... Was ist... Ich will keine Steuer... Was... Ein... Oh, wir werden wütend. Was? Ich will mein Schwert aufwerten. Wie... Würde... Wir werden wie würde ich das ein Edelstein in Saphir? Ah, okay. Alles klar. Ja, da haben wir unser Meteoritenschwert. Sehr schön. Achso, und jetzt kann ich mal bei dem umschmieden. Alles klar. Und wir haben sogar noch einen Meteorit übrig. Jetzt haben wir nämlich ein viel besseres Schwert. Das gefällt mir sehr gut. Ich wollte handeln. Perfekt. Ein Hexer ist das Sache. Das ist der Großhändler. Eine große Menge. Das noch verkaufen. Wir müssen jetzt unser Geld wieder reinholen. Gut, kriegen wir nicht ganz hin, aber... Ach, Moment, hatte der neue Bücher? Da habe ich mich verguckt. Bereits gelesen, bereits gelesen, bereits gelesen. Das haben wir noch nicht gelesen, 600, toll. Ja, hier. Mit den Rest haben wir bereits gelesen, alles. Ach, der hat auch immer noch die Gegenstände vom letzten Mal in der... im Dings. Ja, ich will nur wieder das Buch an dich verkaufen. Habe ich gelesen. Gefällt mir nicht. So. Speichern wir erstmal. Schön alles weg. Ich brauche Platz im Inventar. Was führt euch hierher? Konnte sie mich nur vergesst so vergesst es. Ein wahrer Kunstdieb. Wie viel? Habe ich recht gehört? Okay, was können wir noch machen? Das Haus, Manufaktur. Ah ja, genau, wir gehen jetzt ins Haus der Königin der Nacht. Ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Boden. Ja, bin ich auch. Ein Hexer, versteckt eure Frauen. Vergesst eure Stellung nicht, Hexer. Was führt euch hierher? Vergesst es. Nee, warum denn erst fragen? Ganz schön. Ja, das verstehe ich. Haus von schlechtem Ruf. Ihr habt was, sagt ihr? Dann besucht ein Bordell. Ich. Das ist das Haus der Nacht. Das beste Bordell in Temerien. Nichts. Ich habe Gold. Mich bestecht ihr. Was? Vergesst es. Ich habe. Okay. Ich. Das ist. Ich. Mich. Das. Naja, egal. Was?
Zeit zu sterben. Ich wollte ihm nicht auf die Fresse hauen. Ja, egal. Hauen wir ihm auf die Fresse. Okay. Wie unhöflich, uneingeladen hereinzuplatzen. Ich bin geschäftlich hier. Und dann antwortet er nicht einmal. Der Geralt von Riva, den ich kenne, war ein höflicher Hexer. Verzeiht, aber ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich weiß, Hexer. Ich verfolge eure Taten schon geraume Zeit. Woher dieses Interesse? Mein Liebster, den ich nie vergessen habe, nannte euch seinen Freund. Er starb, als er euch gegen einen mächtigen Feind beistand, vor langer Zeit. Was führt euch hierher? Wer seid ihr? Die Königin der Nacht. Ich lasse die Träume meiner Freier wahr werden. Stelle sie zufrieden. Und leert ihnen die Geldsäckel. Ich erfülle ihre Träume. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Und Träume sind unendlich kostbar. Ihr habt von alten Zeiten gesprochen. Könnt ihr mir von eurem Mann erzählen? Er war kein Mensch. Dennoch wart ihr sein Freund. Regis schaute gern zu tief ins Glas. Daher trennten wir uns. Seine Sucht brachte ihn fast um. Wütende Bauern haben ihn angegriffen. Nachdem er sich erholt hatte, führte er ein einsames Leben, bis er euch begegnete. Leider erinnere ich mich an nichts. Grämt euch nicht. Mich tröstet, dass er Freunde hatte, als er starb. Echte Freunde. Lebt wohl. Was für ein großes Schwert ihr habt. Wow. Mami, dürfen wir mit ihm spielen? Oh mein Gott. Was für ein großes ist in Ordnung. Schwert ihr habt. Sonst hier irgendwer? Viele Kunden heute. Was? Viele Kunden heute. Ihr seht nicht gerade aus wie das einer, der verboten, sich leisten kann, verboten hier unterhalten zu werden. Gemeine Volk. Für das gemeine Volk. Hey. Ein sehr angenehmer Ort. Das werde ich tun. Ein sehr angenehmer Ort. Ja, toll. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der es sich leisten kann, hier unterhalten zu werden. Juhu. Okay, reden wir nochmal mit der. Ich arbeite zu viel. Ja, glaube ich auch. Ihr wolltet mich jetzt... Ich... Dann vergesst, dass ihr ein Hexer... Verzeiht. Habt Geduld. Lebt. Okay. Egal. Nein! Aus. Böser Geralt. Ich weiß, dass du mit der Eulen schlafen willst, aber ich hab da jetzt keinen Bock drauf. So. Urin. Verdammt, ist das es heißt, heiß. Der was führt Ander, euch hierher? Das Viertel verlassen. Vergesst es. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Ja, ja, ja. So, wir werden jetzt uns mal weiter umschauen. Was sollte ich hier mitbringen? Ich glaube, wir sollten aber zu Triss zurückkehren. Wobei, ich wollte noch eine Sache erledigen. Um diese Barrikaden. Ich will noch Welle ich werde mich bei finden. Prinzessin Adam über die Brutalität der Soldaten beschweren. Und nochmal ins Gasthaus. Ja. Lagerhaus beim Wachturm. Oh, ein Lagerhaus. Waffen. Waffen. Waffen.
Na gut, das habe ich aber alles anderes erwartet. Was habe ich auch anderes erwartet? Waffen. Oh, starker Alkohol. Aha. Oh, noch mehr starker Alkohol. Das war's? Ja. Ah, hier gab's ja viel zu holen. Ja. Regnet's schon wieder? Oder immer noch? Ein bisschen übertrieben, der Regen hier. Können wir auch hier rein? Irgendwo muss es doch zu diesem Welle gehen. Kann ja nicht wahr sein. Es wurde gesagt, die Wachtur. Dann muss ich tatsächlich bis abends warten. Hier sitzen nur noch die gleichen Leute. Sollte es das nicht wert. Okay. Ja, dann nicht. Finden tue ich ihn gerade nicht. Er wartet vielleicht bis abends. Ein anderer hat euch geschickt. So, ich will jetzt aber erstmal nochmal ins Gasthaus gehen und auch mal würfeln ein bisschen. Falls hier ein paar Würfelspieler sind. Seit kann ich. Reizendes. Stimmt. Doch seid noch andere. Ihr seid neugierig. Ein schlechter Zug. Ich habe auch einen schlechten. Nee. Raus hier. Nee. Ich gebe keine 233 Uhr geben. Ohne Ungeheuer und Banditen. Ich mag diesen Ort. Geralt. Bis. Was kannst du mir erzählen? Meister Leuwarden bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. Alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal zu Triss zurück. Was für ein Wolkenbruch! Weißhaar, ich gestehe, ich finde euch. Ihr gehört, was ihr unlieblos habt. Lal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 a. Ach hier. Da ist Triss. Geralt. Ich habe diese... Ich weiß. Ich habe die... Wo? Ein Knabe namens Alvin in Majorans Krankenhaus. Ach ja. Wie kann denn ein Kind die Ursache sein? Ihr habt alles vergessen. Er besitzt große Macht. Zweifellos fließt älteren Blut durch seine Adern. Älteren Blut? Das Geschenk Laras. Wir müssen Alvins zerstörerische Fähigkeiten zügeln. Holt ihn schnell aus dem Krankenhaus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber werde ich ihn einfach so mitnehmen können? Nicht ohne weiteres. Eure Freundin Shani weigert sich, ihn mir zu überlassen. Sie hat keine Ahnung, was der ganzen Stadt bevorsteht, wenn er außer Kontrolle gerät. Ich weiß nicht, wie ich mit ihr reden soll. Sie ist eure Freundin. Einigt euch mit ihr. Ich wäre euch dankbar. Noch eine Sache.
Kinder des älteren Blutes ziehen Kreaturen aus dem Okay. So, aber bevor es weitergeht, bis zur nächsten Folge. Tschüss.